Herzlich willkommen bei Börse Saisonal. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ich hoffe, es geht Ihnen ausgezeichnet und Sie haben exzellente Anlageentscheidungen getroffen. Heute wollen wir mal wieder Fundamentaldatenanalysen lesen, das heißt nach Benjamin Graham, dem Ziehvater vom Warren Buffett, so wie der den Aktienmarkt sich anschaut, wollen wir auch mal den Aktienmarkt anschauen und dann werden wir trotzdem mal ganz kurz in die technische Analyse gehen oder beziehungsweise mal ganz kurz gucken, was machen denn die Großen eigentlich so am Aktienmarkt? Denn komischerweise fallen die Zinsen, aber der Aktienmarkt steigt nicht entsprechend. Sollte doch eigentlich so sein. Warum das so ist, das verrate ich Ihnen gleich nach dem Intro. Schauen wir uns erstmal die Welt an, also Fundamentaldatenanalyse Welt, Schrägstrich müsste man schreiben, USA, weil wenn Fondsmanager weltweit auf die Welt betrachten, dann schauen sie sich zunächst den risikofreien Zins an und da wird eine US-amerikanische Staatsanleihe mit 10 Jahren Laufzeit genommen. Die ist unter 3% gesunken, 2,98. Das ist schon mal sehr, sehr schön, ist weit unter der Inflation, die ist auch ganz wenig um ein Zehntel runtergekommen seit der letzten Analyse letzte Woche auf 4,9%. Und wir sehen hier, wir haben ja einen Abstand von 2%. Das heißt, der sichere Anleger, der in US-Staatsanleihen investiert, vorausgesetzt, er hat sein Geld auch in US-Dollar, sonst kommen noch Währungsschwankungsrisiken dazu. Also ein Amerikaner oder jemand, der Dollar hat und einen sicheren Zins haben will, kriegt 2,98%. Die Inflation aber in den USA ist bei 4,9%, das heißt 2% Kaufkraftverlust selbst für eine 10-jährige Staatsanleihe. Das ist ordentlich viel, der Abstand, das ist nicht schön, das heißt Anleger, die sicher anlegen, verlieren an Kaufkraft. Dann gehen wir einen Schritt weiter, was ist, wenn der Anleger sagt, das reicht mir nicht, ich will ein bisschen mehr haben als Inflation, dann kann er auf die Unternehmensanleihen setzen, die sind im Durchschnitt bei 5,5%. Die sind auch ein klein bisschen runtergekommen, nicht so stark wie die Staatsanleihen. Und hier habe ich einen kleinen Obolus. Das heißt, hier habe ich tatsächlich mein Risiko bezahlt, aber sehr gering. Mit einem 0,5% über der Inflationsrate wächst das Kapital in einer BBA-gerateten Unternehmensanleihe. Das heißt, hier habe ich eventuell auch Ausfallrisiken. Und jetzt wird es noch spannender und jetzt wissen Sie auch gleich, warum die Aktien im Moment gar nicht so attraktiv sind für viele institutionelle Anleger. Die Aktienrendite, das heißt, wenn Sie jetzt Aktien kaufen zu diesem Kurs weltweit, also die im MSCI World sind, dann haben Sie eine Aktienrendite von 5,9%, also knapp 6%. Dieser Abstand zur Unternehmensanleihe ist wirklich nur 0,5%, das ist zu wenig. Denn was bedeutet es? Wenn Sie jetzt Geld haben und nehmen amerikanische Unternehmen zum Beispiel, S&P 500 oder den MSCI World, investieren dort zu den jetzigen Kursen, dann erhalten Sie voraussichtlich 5,9% Aktienrendite, also Gewinn, das ist der Gewinn in Prozent ausgerechnet, auf Ihre Investition. Nehmen Sie aber die Unternehmensanleihe, dann bekommen Sie zwar ein 0,5% weniger, aber die ist deutlich sicherer. In einer Insolvenz, wenn alles ganz schlimm kriegt, schaut der Aktionär in der Regel in die Röhre. Der die Unternehmensanleihe hat, kriegt vielleicht noch was zurück. Vielleicht sogar, wenn er Glück hat, bei einer erstrangigen Anlage, vielleicht sogar alles. Und da wird dieses Risiko einer Aktie zu wenig bezahlt im Augenblick. Und deswegen kenne ich viele Fondsmanager und Vermögensverwalter, die jetzt im Moment neues Geld lieber in Unternehmensanleihen investieren. Unternehmensanleihen von gesunden, guten Gesellschaften, von denen man auch nicht, erwarten muss, dass sie tatsächlich pleite gehen. Also deswegen ist so der Aktienmarkt so, er geht ein bisschen nach oben, aber so richtig bei diesen Zinssenkungen im risikofreien Bereich, da hätte man sich eigentlich mehr erwartet. Was ganz schön ist, wenn wir uns die Return on Equity, also die Eigenkapitalrendite angucken, die ist bei über 15%, da hat sich so gut wie nichts getan und die Unternehmensanleihe liegt bei 5,53, also hier ist wirklich keine Schwierigkeit zu erkennen, dass es jetzt ganz viele Insolvenzen geben sollte, weil wenn dieser Abstand kleiner wird, dann muss man aufpassen, aber das ist nicht der Fall, das ist gerade ein Drittel
der Eigenkapitalrendite ist der Zins, also da braucht man sich keine Sorgen machen. Jetzt jumpen wir natürlich nach Europa bzw. nach Deutschland und schauen uns das Ganze mal mit deutschen Unternehmen und deutschen Zinsen an. Ja, auch hier ist die Staatsanleihe runtergekommen von knapp, also wir waren ja bei 2,5, 2,6, 2,7 im Top oder 2,9 sogar. Und jetzt sind wir wieder bei 2,29. Sehr, sehr niedriger Zins in deutschen Staatsanleihen. Das sind also Bundesschatzbriefe mit 10 Jahren Laufzeit. Schauen wir uns aber hier die Inflation in Deutschland oder Europa an, dann sind wir noch bei über 7%. Also das ist nur um ein Zehntel runtergekommen seit der letzten Beobachtung. Der Abstand ist natürlich enorm hoch. Das heißt, hier in Deutschland, die deutschen Anleger, die Staatsanleihen kaufen und die das Geld bei der Bank haben, die verlieren über 5% oder so um die 5% pro Jahr Kaufkraftverlust. Und das ist natürlich eine ganze Menge. Mit 2 kann man vielleicht noch eine Weile leben, aber mit 5, das ist wirklich sehr, sehr hart. Und das treibt natürlich die Anleger, die einen Kaufkraftverlust ausgleichen wollen, in riskante Anlagen. Hüpfen wir auch mal eins weiter. Riskanter wären dann die Unternehmensanleihen, also hier wieder BBR-Rating, das heißt Unternehmen, die ein gewisses Ausfallrisiko haben, das aber nicht wahnsinnig hoch liegt, glaube ich, bei 2% oder sowas in der Richtung. 4,39%, das ist schon ein Schritt mehr, also über 1% mehr als bei einer Staatsanleihe, das ist schon ganz schön, aber ich kann die Inflation nicht ausgleichen. Das ist natürlich schlecht. Und bei uns in Deutschland ist die Aktienrendite 8,27%, also deutlich höher. Die Unternehmen sind eigentlich in Deutschland unterbewertet. Die Gewinne sprudeln, sind gut, also die zumindest in den DAX-Unternehmen, in den 40, die sind hier, dienen hier zur Kalkulation, 8,67%. Mehr als die Inflation, deutlich mehr und deutlich mehr als die Unternehmensanleihen. Das heißt, hier erwarte ich nicht das, was ich in den USA erwarte, dass die Anleger eher oder weltweit Anleger eher in Unternehmensanleihen gehen. In Deutschland ist es nicht so. In Deutschland sind die Aktien deutlich attraktiver als die Unternehmensanleihen. Auch die Eigenkapitalrendite mit über 12% hat sich kaum verändert zur Vorwoche. Zum Vormonat, Entschuldigung, und ja, da ist alles in Ordnung. Auch hier erwarten wir im Moment keine großen Unternehmenspleiten oder eine Situation, wo es dann eng wird am Markt, wo die Unternehmen kein Geld mehr kriegen und so weiter. Das ist alles nicht der Fall. Interessanterweise, das kann ich Ihnen jetzt gar nicht so auf die Schnelle zeigen, aber machen Sie sich doch mal den Spaß und gehen in Ihre Aktiensuche und geben mal Konzernergebnisse ein und schauen mal, wer weltweit am meisten Geld verdient hat. Da werden Sie sich wundern, denn viele haben ja Angst, dass die große Bankenpleite kommt, aber unter den 20 bestverdiensten Unternehmen des ersten Quartals ist alles voll Banken gespickt. Natürlich amerikanische Großbanken, ja. Also natürlich Ölkonzerne, auch Internet ist dabei, noch wie Apple ist, glaube ich, auf Platz 3. Microsoft und so weiter, die verdienen auch viel Geld, aber die Banken sind da auch ganz, ganz vorne dabei. Also deswegen mache ich mir im Moment keine Sorgen, dass wir so eine Bankenpleitenwelle bekommen könnten. Ja, also fundamental sieht die Welt in weltweit oder eher in den USA schlechter für Aktien aus. Da würde ich ein bisschen aufpassen bei den Aktien. Da erwarte ich jetzt über den Sommer auch nicht die großen Sprünge. Bei deutschen Aktien sieht es anders aus, also da oder in Europa generell sind die Aktien deutlich unterbewertet, tolle Unternehmen mit gutem Kursgewinnverhältnis oder guten Aktienrenditen. So ist im Moment die Sachlage. Dann jumpen wir mal rüber und schauen uns den Angst- und Gierfaktor an. Der ist auf Gier gegangen. Wir gucken das nächste Woche im Einzelnen an. Also hier ist ein bisschen vorsichtig anzuberaumen. Also der Aktienmarkt, hier ist der amerikanische Aktienmarkt untersucht, der die Welt beherrscht, ja, weil dort einfach viel mehr Geld gehandelt wird. Also wir sehen, die Kurse sind einfach nicht so hoch gegangen. Die Indizes geben Gier und was weiß ich alles an. Sie sehen das hier, ein bisschen können wir reingucken, wenn Sie sich jetzt den S&P 500 sehen, der ist so etwas jetzt langsam im Aufwärtstrend seit März wieder. Aber so starke Sprünge hat er hier nicht gemacht, ja, wenn man sieht, wie die Zinsen runtergekommen sind. Die Optionsscheine, die schauen wir uns auch noch ganz kurz an.
Put-Call-Ratio, das ist runtergekommen, aber auch auf 0,9. Das heißt, da gibt es einfach noch viele, viele, die sich absichern mit Put-Optionen. Ja, also der Markt ist im Moment eigentlich recht schwierig. Also so ganz einfach ist es nicht, besonders der amerikanische. In Europa ist eigentlich alles ganz, ganz toll. Und die Amerikaner, wir sehen auch bei den Umfrageergebnissen jetzt vorgestern, 29,4% Bullen, also die sagen, in den nächsten 6 Monaten steigen die Aktien, 31%, die neutral sind und 41,2%, die bärisch sind, das heißt, die setzen auf fallende Märkte. Also wir sehen hier, wir haben noch relativ viel Pessimisten, die Optimisten haben wieder ein bisschen zugelegt und das neutrale Lager ist etwas geschrumpft. Ja. Aber das ist jetzt auch noch nicht, dass man irgendwie Hallo sagen kann, da hätte ich dann gern eher, sage ich mal, 35% Pessimisten und über 30% Bullish, dann wäre das für mich wieder eine normale Situation. Schauen wir uns mal an, wie das Geld angelegt ist. Wir sehen hier die institutionellen Anleger, Hedgefondsmanager und so weiter, wie die ihre Aktienquote jetzt bis zur letzten Woche erhöht auf 67, jetzt wieder ein bisschen runter auf 65, 65% Aktienquote im Schnitt bei denen, die dort die Umfrage gemacht haben. Wie gesagt, auch Hedgefondsmanager. Also die sind doch wieder etwas optimistischer geworden. Wir hatten ja auch schon 50% jetzt letzte Woche, letzten Monat. Und da muss man sagen, okay, ja, also da ist Puffer nach oben. Das heißt, wenn die richtig reingehen, können die Kurse steigen. Ist aber auch schnell wieder abverkauft. Also auch hier jetzt kein super deutliches Zeichen. Also ich bin im Moment sehr vorsichtig und ich verlinke Ihnen hier noch ein Video, warum ich eher bärisch bis zum Herbst bin und auch meine Mandate, die ich habe, die saisonal sind, die haben natürlich einen Ausstiegszeitpunkt, also Sell in May. Ich habe einige Mandate übernommen mit Sell in May. Das heißt, ich habe jetzt erst vor kurzem hier etwas übernommen, wo Sie als Anleger Sell in May partizipieren können, ohne selbst immer ein- und auszusteigen. Sell in July habe ich unflexible Mandaten. Und mit den Sell in May Mandaten bin ich natürlich raus. Logisch ist es ja Mai, so ist die Regel. Und mit den flexiblen Mandaten, mit denen ich den Aktienmarkt zwischen April und August verlassen kann, da bin ich auch schon raus oder bin gerade so am Umschichten, weil ich glaube, der Aktienmarkt kommt noch ein bisschen zurück. Okay, wenn Sie das interessiert, wie Sie mit Saisonalität Geld verdienen können, wie Sie hier investieren können, dann da muss man die Steuer beachten. Wenn man das selber macht mit Einsteigen, Aussteigen, muss man ständig Steuern sparen. Das rentiert sich nicht. Das müssen Sie in einem Zertifikat machen oder in einem Fonds. Wie das geht, das verrate ich Ihnen in diesem Video, hier verlinkt. Ansonsten wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende, guten Start in die nächste Woche. Wir sehen uns dann bald wieder. Ich danke Ihnen. Alles Gute, Ihr Thomas Hupp.